Herzlich willkommen beim Mika Caravan in Dinkelsbühl. Ja, bei uns gibt es wieder einiges Neues. Nein, natürlich nicht. Wir bauen wieder, haben wieder schöne Fahrzeuge gebaut. Wir haben tolle Dinge gemacht. Was es aber allerdings gibt und worum es in diesem Video gehen soll, ist eine Kleinigkeit, aber trotzdem für mich eine sehr wichtige Geschichte, und zwar bei einem speziellen Einbau. Was passiert oder was ist eigentlich das Wort Übergangswiderstand? Übergangswiderstand ist die Problematik, wenn zwei Kontakte zusammen sind, aber nicht wirklich zusammen sind, nicht fest aneinander verbunden sind, sondern locker aneinander verbunden sind. Wie komme ich da drauf? Ich habe ein Fahrzeug da hinten stehen, das schauen wir uns gleich mal an. Wir haben da einen kleinen Umbau gemacht und haben festgestellt, in dem, ich nenne es mal EBL, ist kein EBL, ist ein anderer Sicherungsblock, war eine Flachsicherung nicht richtig reingesteckt, auf der einen Seite zwar richtig im Halter, aber auf der anderen Seite neben dem Halter. Das heißt, der Fuß wurde nicht richtig umgriffen und somit hat es einen Übergangswiderstand gegeben. Und da gucken wir uns mal genau an, was da passiert ist. Ja, hier handelt es sich um einen Moveo. Das Fahrzeug haben wir umgebaut, hat bekommen einen Wechselrichter, 3 Lithium-Akkus, weil hier echt Energie gebraucht wird. Hier haben wir den ganzen Umbau. Wir sehen den Wechselrichter. Wir sehen hier die Akkus stehen. Hier oben haben wir unser Display verbaut. Auch das sieht man wunderbar. Genau. Und jetzt wollte ich euch zeigen, was ist passiert, beziehungsweise was kann passieren. Ich blende es euch auch nochmal ein. Jetzt sehen wir es nur noch schemenhaft. Ich denke aber, man erkennt es hier sehr gut. Schaut mal, wo die gelbe Sicherung da drin ist. Jetzt steckt sie richtig drin. Wir haben den Halter reparieren müssen. Seht ihr den Rand, wie er drumherum alles weggeschmolzen. Übergangswiderstand heißt, es wird verdammt warm, weil hier Ströme fliegen. In dem Fall eine gelbe Sicherung heißt 20 Ampere auf 12 Volt. Da sieht man dann ganz genau, wie hier die Hitze entstanden ist auf dem oberen Pol, wo das nicht richtig drin war, und wie das alles weggeschmolzen ist. Das ist natürlich immer so eine brandheiße Geschichte. Wenn was schmilzt, wird was verdammt heiß. Und das heißt natürlich schon in irgendeiner Form Brandgefahr. Natürlich sind es sind die Kästen aus Kunststoff, die jetzt nicht oder schwer entflammbar sind. Aber es ist natürlich, da ist Papier drin, da sind Aufkleberle drin und so weiter. Also es kann schon immer mal eine schwierige oder eine größere Gefahrensituation entstehen. Da müsst ihr immer drauf gucken, wenn ihr Sicherungen einführt, wirklich gucken, in den Fuß richtig reinstecken. Das ist, ja, es ist einfach wichtig, damit man da eben sowas nicht entstehen lässt. Wenn man da nämlich mal die Sicherung, ich habe es euch gezeigt, oder beziehungsweise ich habe auch die Sicherung, ich blende es am besten einfach mal oben ein. Da ist es dann schon richtig krass. Also da sollte man einfach schon ein bisschen gucken, darauf achten, was da entsprechend alles oder wie das entsprechend dann dem eingeführt ist, wie die Sicherung drin steckt, damit es alles passt. Genauso natürlich hier auf den Batteriepolen, dass die Batteriepole fest sind, dass hier alles fest ist, innen drin die Schrauben alle richtig angezogen sind, ist wichtig. Natürlich passieren kann immer mal was, aber sollte natürlich nicht sein. Ja, dann haben wir hier noch einen Ladebooster, der sitzt hier an der Seite. Seht ihr, also ist ein schöner kleiner Einbau, tolle Geschichte. Der ist auch fertig, der wird jetzt dann Dienstag wieder abgeholt. Jetzt haben wir ein langes Wochenende. Langes Wochenende erkläre ich gleich. Und ja, da freuen wir uns schon wieder, wenn wir das Fahrzeug übergehen dürfen. Das nächste allerdings steht auch schon wieder da. Da kommt eine Dieselheizung. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Harmony Line, ein wunderschöner Bürstner. Ganz liebe Kunden von uns, den bauen wir auch um. Der bekommt eine Dieselheizung.
Das heißt, wir verbauen die Unterflur. Das wird nämlich eine Zusatzdieselheizung, keine Truma, sondern eine Zusatzdieselheizung. Die Truma bleibt da drin, ganz normal. Es geht darum, der Kunde ist oft in nördischen, skandinavischen Ländern unterwegs und wir haben natürlich auch hier immer diesen Frontbereich mit den großen Windschutzscheiben, Seitenfenster, wo es unten immer kalt reinzieht. Oben und unten. Unten natürlich der Fußraum bei den Sprintern, wie auch bei Fiat, Peugeot und Konsorten, schlecht isoliert. Also gehen wir da eine Zusatzheizung rein, dass der vordere Fußraum und oben die Fahrgastzelle letztlich schön ausgespült wird mit warmer Luft. Und dann hat man hier die Warm-Kalt-Brücke nicht mehr so. Und dann ist das natürlich wesentlich erträglicher und wesentlich schöner, wenn man gerade in nordischen Ländern, in Skandinavien und so weiter unterwegs ist, dann macht es wesentlich mehr Spaß und man hat eine viel, viel größere Wärme. Und nicht diese Kaltzone, die dahin geht, weil das schafft die Heizung, die Truma-Heizung alleine schafft es einfach nicht. Das ist der Grund. Und da fangen wir jetzt auch dann an. Die Säulen stehen schon da. Das Fahrzeug wird hochgehoben. Das wird eine Webasto-Heizung, wird in einen Edelstahlkasten sauber unten verbaut. Ja, und dann wird das Fahrzeug auch nächste Woche gleich wieder fertig. Ja. Das war im Prinzip auch schon das, was ich euch zeigen wollte. Gar kein allzu groß spektakuläres Video, sondern einfach nur mal aufgezeigt, wenn man nicht wirklich die Sicherung wieder richtig reinsteckt, was dann passieren kann, was so ein Übergangswiderstand eigentlich auslösen kann. Und das ist schon, ja, ich will nicht sagen gefährlich, doch irgendwo auch schon. Aber auf alle Fälle ist es natürlich auch ein Schaden, weil wenn der Kasten natürlich so zusammenschmilzt, dass die Sicherung nicht mehr hält, dann hat man ein Problem, dann wird es richtig teuer, muss viel Geld ausgeben. Also immer darauf achten, dass die Sicherungen sauber in den Füßen drinstecken, damit da nichts passieren kann. Ja, nächste Woche haben wir ein kleines Highlight. Wir kriegen wieder mal Besuch. Der Markus Fan for Van kommt zu uns und das ist natürlich wirklich, ja, ich sag schon toll. Der Markus, ein guter Freund mittlerweile, da bauen wir an seinem Grafter wieder eine Kleinigkeit um. Da haben wir uns lange Zeit darauf konzentriert, damit der Firma Rommelsbacher was in die Wege zu leiten, und zwar für den Camper eine entsprechende Induktionskochplatte. Also bei Markus werden wir das auch dementsprechend ausführen. Lasst euch überraschen, da wird auf dem Markus sein Kanal ein tolles Video erscheinen. Also da bin ich schon richtig gespannt drüber. Wir machen natürlich darüber auch ein kleines Video, damit ich euch so ein bisschen mitnehmen kann, wie wir das machen. Das Auto ist nämlich komplett gasfrei. Gas gibt es da nicht mehr. Nur noch Strom und da kommt er richtig gut zurecht. Und wie man das macht, warum man das macht, die Gründe dafür und so weiter, das wollen wir euch alles aufzeigen. Da freuen wir uns drauf, da sind wir schon richtig gespannt. Und ich sage jetzt an der Stelle, ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf, ein wunderschönes Wochenende. Schwitzen ist angesagt, wir haben den Sommer lang herbeigesehnt. Ist ja schön, dass es endlich so ein bisschen warm ist. Ich finde es schon geil. Auch ich bewege mich in die Lüfte. Näheres dazu verrate ich euch mal was in einem anderen Video, weil ich möchte selber erst austesten. Ich versuche da mal eine Kleinigkeit für mich. Das ist jetzt eher mein privater Bereich, aber da wollte ich euch einfach auch mal mitnehmen, wie das alles so ausschaut oder was ich da vorhab, beziehungsweise was ich auf meine alten Tage versuche zu lernen. Also in dem Fall wünsche ich euch schönes Wochenende, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, euer Micha.